So, wir starten. Factorio, ich hoffe, es funktioniert alles so. Ich muss jetzt nämlich ausnahmsweise mal anders starten, die Aufnahme. Und denn normalerweise mache ich es einfach mit der F7-Taste. In diesem Fall musste ich es jetzt ja mit dem normalen Draufklicken der Avamedia tun. War etwas ungewohnt, aber wir starten jetzt erstmal so. Wir haben Bohrer, wir haben einen befeuerten Erzbeförderer, wie ich diese Dinger hasse. Ich mag die Beförderten nicht. So, das sollte funktionieren, wenn wir das so ranklatschen. Hier möchte ich doch sagen, habe ich Kohle nicht entdeckt. Ah, hier links, da ist Kohle. Oh, das wollte ich nicht tun, Verzeihung. Oh, Verzeihung, ich weiß es nicht, das Rohöl. Sehr schön, so, Factorio mal wieder spielen. Schon ewig nicht mehr. Satisfactory habe ich mir noch nicht geholt, kommt aber auf jeden Fall auch noch. Ich weiß nicht, kam jetzt noch nicht dazu, habe jetzt noch keinen Bock, ein neues Spiel zu kaufen, muss ich sagen. Boah, das dauert ja ewig. Da stellt sich jetzt die Frage, war das die falsche Idee, mit Eisenerz anzufangen? Oder war das die richtige Idee zum falschen Zeitpunkt? Oh, scheiße, das dauert ja ewig. Das dauert ja. Abbau Widerstand 0,9. Abbauzeit 2. Das steht wahrscheinlich für 2 Minuten. Oder 2 Tage. Oder 2 Wochen. Oder 2 Jahre. Oder 2 Jahrzehnte. Oder steht dafür, dass es einfach nur scheiße war. Und dann machen wir hier erstmal die Spitzhacke. Ist mir egal, was ihr sagt. Ich hau die Spitzhacke hier jetzt hin. So. Das Problem ist, jetzt haben wir was zum Befeuern da drin. So, das sollte doch funktionieren. Zack. Sehr schön. Eisenplatten, wenn man. Was brauchen wir denn für einen Bohrer? Es soll wieder reinkommen. Eisenplatte, Eisenzahnrad und Schmelzofen. Was brauchen wir denn für den Schmelzofen? Für den Schmelzofen brauchen wir Stein. Stein ist nicht teuer. Stein ist. Ne, da will ich einen reinmachen. So, damit ich nochmal ein bisschen Eisen. Es wird natürlich auch direkt dunkel. So, den Baum ist ja weggeklatscht. Kupfer ignoriere ich noch komplett. Rohholz, Rohholz und. Oh ne, das funktioniert doch jetzt. Kohle, Kohle. So, sehr schön. So, wir holen jetzt erstmal 5 Kohle in etwa. Würde ich sagen. So, Kohle haben wir jetzt. War hier eigentlich auch schon irgendwo Stein zu sehen? Ja, hier sind Steine. Hey. So, diesen Stein hauen wir schon mal weg. Erwartete Ressourcen 20. Und die Erwartung war nicht zu groß. Ach, hier kriegen wir sogar Kohle direkt her. So, zack. Den hau ich auch noch direkt weg. So, den habe ich nämlich direkt schon mal Stein für den Ofen. Den können wir nämlich direkt hoffentlich einen zweiten Erzförderer machen oder ein befeuerter Erzförderer, wie der auch immer heißt. Interessiert ja eh keinen. 24 können wir sogar machen. So, wir brauchen jetzt aber so. Sehr schön. So, da können wir das reinmachen. Das Holz nehme ich wieder an mich. So, sehr schön. Fließbänder. Ja, kostet noch Eisen. Eisen haben wir jetzt erstmal nicht. Wir fangen erstmal an, Kohle abzubauen, dass wir schon mal eine mehr oder weniger gute Kohleverbindung haben, damit wir auch alles befeuern können. So, diese Steine. Ne, die haue ich jetzt mal nicht ab. So. Den setze ich ganz einfach hier ran. Ich brauche Eisen. Wie war denn das mit dem Aufnehmen? Das Fahrzeug kann ich. Was? Ich wollte hier nichts antun. Nee, war mit F. Mit F. Muss jetzt erstmal überlegen. Ist echt schon ewig her, dass ich das mal gespielt habe. So, aber ich finde, das ist eigentlich immer noch ein recht gutes Spiel, muss ich sagen. Also, ich spiele es immer noch eigentlich sehr gerne. Selten, aber wenn, dann sehr gerne. So, ich denke mal, das wird ja auch wieder intensiv gespielt. Ist recht während der Aufnahme. So. Wie süß. Aber ist egal, Hauptsache es läuft schon mal. Das ist mal wichtig. So, dann kommen wir da schon mal ein bisschen Kohle sammeln. Das kann ich dann nämlich hier hochführen.
Aber schon mal eine relativ vernünftige Kohleverbindung. Hier wollte ich halt hier. So, ich kann noch mal einbauen. Das mache ich auch direkt. Aber nicht wie ihr jetzt denkt hierfür. Was ist denn da? Sondern hierfür. Denn das führt natürlich dazu. So. So, da noch rein. Du kriegst 5 Stück rein. Weil das führt nämlich dazu, dass wir eine bessere Eisenversorgung natürlich haben. Rein logisch. Und dass wir schneller an unsere Kohle perfekt kommen. Dass wir hier alles gut mit Kohle befeuern können. So. Gut, also Eisen läuft schon mal mehr oder weniger. Mehr oder minder, wie man so schön sagt. Oh, sehr schön, Kohle ist da. So. Dann führen wir das ja auch mal direkt weiter. So, gleich hier rüber, sehr schön. Ihr werdet da schön transportiert und sammelt euch. Sehr schön. So, was habt ihr für mich? Ihr habt 9. Und den warten wir auch ab. Auch nochmal 9. Kann ich 6 bauen. So, du gibst mir nochmal ein bisschen, du auch. Können wir 7 und zack, 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 zack. Die Produktion sieht hier links unten. So. Na, komm, komm, sitz doch mal ran. Das dauert immer noch recht lange. Eisenplatten, Eisenplatten. So, dann tue ich mal so, als hätte ich es nicht mitbekommen und baue einfach mal nochmal ein. So, dann willst du jetzt natürlich auch befeuert werden. Ist ja ganz klar. Abgebaut, er brennt jetzt schön, sehr schön. Das gefällt mir schon mal ein bisschen. So, Waffen. So, dann komm mal her. Das Problem ist, ich bin so chronisch müde, ey. Das ist echt nicht zu glauben. Es ist echt Dauer so, ey. Egal wann ich aufnehme, ich könnte immer pennen, ne? Ey. Sondern das machen die Kinder. Die Kinder versauen uns. Upsi. So. Sehr schön, die Kohle läuft super. Das gefällt mir schon mal. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das jetzt am besten befeuern. Ganz klar, wir drehen die um. Nee, das funktioniert auch nicht. Nee, das funktioniert nicht. Nee, wenn die umgedreht werden. Nee, die können ja so bleiben. Dann mache ich einen Dreifang, wo die Kohle reingeht. Hier rum mache ich dann auch einen Dreifang, der Kohle reinmacht. Nee, das von. Nee, ich mache das hier komplett anders. Ich baue das hier weiter weg. Dann mache ich hier Kohle, die so rumgeht. Und dann gleichzeitig. Und dann wird hier gleich das Eisen draufgepackt auf diesen zweiten Streifen von dem Dingsi, Dungsi. Um dort denn. Sagt man schnell, um dort denn direkt die Kohle und Eisen von einem Fließband draufzupacken. Genau so machen wir das. So, dann kommt mal her. So, wir haben gesagt, wir machen hier die Straße hoch. Dann brauche ich die Dreifarme. Da haben wir Dreifarme. Brauchen wir natürlich Eisen. 3. So. So, so. Oh Mann. So. Die befeuern sich da jetzt automatisch. So. Sobald Bedarf besteht, wird hier direkt Kohle reingelegt. Jetzt besteht natürlich noch kein Bedarf, ist ja klar. So. 1, 2, 3 und. So, ich sehe hier gerade nichts. So. Ah, das ergibt, doch, das ergibt Sinn. Ich höre das jetzt hier einfach sofort. So führe ich das jetzt fort. Damit das hier angekoppelt wird.
Oder machen wir einfach so. So, so, so. So, so und so. Perfekt. Erster Abteil automatisiert. Ja, ihr seht. Packe ich hier schon. Jetzt packe ich es. Aber ihr seht hier schon mal, das funktioniert. Ihr seht ja, die anderen werden auch bepowert. Die anderen feuern los. Das super. Jetzt ist natürlich das Problem. Der kleine Kollege hier unten. Wer sagt dem, tank mal was? Niemand. Das muss ich noch manuell tun. Da arbeite ich jetzt gar nicht groß dran. Wir sollten uns jetzt immer darauf konzentrieren, dass wir gegebenenfalls eher eine Automatisierung reinbekommen mit Strom. Das wird jetzt erstmal wichtig werden und auch ein sehr interessanter Punkt, vor allem. So, wir haben ja ein paar Eisenplatten, haben wir hier schon mal. Die nehme ich auch an mich. Wir könnten sogar fast in die Elektronik gehen. Aber will ich das schon? Ergibt das schon Sinn? Hier brauchen wir Rohre, das ist alles kein Problem. Aber hier brauchen wir ja sowieso das hier, da brauchen wir Kupferkabel. Kupferkabel brauchen wir natürlich logischerweise Kupfer. Will ich schon Kupfer abbauen? Ich weiß nicht. Ich sollte es tun, ich weiß es auch noch nicht. 3, 4. Oder doch nur 3. 10 läuft sehr gut bei mir. 1, 2, 3. Zip, zip, zip. So, dann machen wir hier jetzt noch welche. Upsi. Euch leere ich mal. Und Verbindung steht. Upsi, falsch. Immer noch falsch. So, oh, Kohle wird knapp. Ist ja klar, wenn ihr hier bepowert werdet. Okay, ich brauche jetzt erstmal hier nochmal was. Brauche ich hier nochmal 2 weitere. Die jetzt nur Kohle produzieren. Wupp, 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 sammeln, sammeln, sammeln. 1, 2. So, genau, ich habe gerade überlegt, was wollt ihr? Warum macht ihr nichts? Aber, ja, logisch, ne? Ihr funktioniert ja, aber, ja, das müsste trotzdem funktionieren. Das müsste trotzdem funktionieren. Aber Kohle ist echt knapp. Aber auch Eisenerz ist echt knapp. Strom könnte ich schon mal machen. Machen wir mal eine Dampf. So, machen wir das mal. So, wir lassen jetzt ganz normal durchlaufen. Wir hauen hier, nebenbei hauen wir schon mal hier die Bäume weg. Widerlich. Widerliche Natur. Stein hat jetzt echt keinen Bock drauf. Ah, ich habe mir das viel zu leicht vorgestellt. Wo ist denn hier die Pumpe? Offshore-Pumpe, elektronische, brauche ich schon mal Kupfer. Da brauche ich ja schon mal Kupfer. Oh Mist. So, dann hau ich hier schon mal den Stein weg. Der sollte schnell den 20 Steine bekommen. Ich davon, das ist schon mal sehr gut. So. Ich habe jetzt erstmal vor, nur einen zu bauen. Weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie nicht so die Interesse, da jetzt schon so eine große Unternehmenskette zu produzieren. Ihr habt hier alles Feuer, ja? So, die Kohle brauche ich jetzt mal, Ladies. Und dich setze ich daran, dann machst du Feuer. Du machst hier auch Feuer. So, sehr schön, das gefällt mir schon mal. So, du sagst, das ist alles Zubi, sagst du. Er braucht jetzt. Was wollt ihr jetzt? Ach ja, die Offshore-Pumpe. Och Mann, ey. Eisenrad ist ja egal. Okay. Ich brauche hier nochmal 3. So, jetzt sollte die Offshore-Pumpe so eigentlich möglich. Ach nee, ich brauche ja noch Eisen. Das sollte genug sein. Offshore-Pumpe wird gebaut. Sehr schön. Erste Folge gleich ins Strom, Alter. Müsste noch die erste Folge sein. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Jetzt wird ein Timer gemacht. So. Na komm, setz die hin. So. 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 War natürlich falsch.
ob das nicht zu erwarten war. So. Na komm, jetzt stell ich nicht so an. So, ihr füllt euch mit Dampf. Sehr schön. Zack. Er dampft hier alles rein. So, jetzt wollt ihr natürlich, weil ihr natürlich so nette Typen seid, wollt ihr natürlich auch eine Stromverbindung haben. Daran soll es nicht liegen. Zack, zack, zack. Erstmal provisorisch gebaut. Das Ding ist der erste Anhaltspunkt, wo ich Strom verwenden würde. Wäre für die Kohleversorgung. Weil Kohle ist halt echt einfach nur das Wichtigste. So, was fehlt uns? Das Kupfer. Ich wusste gar nicht, dass... Was heißt, ich wusste es nicht. Ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, dass Kupfer so wichtig ist. Mach ich erstmal komplett. Jetzt schon 20 Stück. Oh, oh. Ah, zwei sind ausgefallen. Wie hast du noch Intus? Noch 9. So. Jetzt sollte alles wieder laufen. So, hier würde ich auf jeden Fall direkt erstmal elektronisch rangehen. Dass wir zumindest schon mal Kohle haben, weil Kohle ist halt echt das Hauptmittel. Ganz einfach. Kohle muss immer da sein. Ich dauere mal nochmal Kohle. Hier Stein, nichts, das nochmal Kohle, Kupfer, ist echt nicht so krass, das ist doof, ist egal, ist egal, so, einsammeln, sehr schön, das gefällt mir, das gefällt mir. Okay, elektronischer Schaltkreis wäre nur möglich mit einer vernünftigen Kupferverbindung, was ja auch erlaubt, was auch immer. Muss jedes Wort einen Sinn haben? Also ja, eigentlich schon, aber nicht heute. Weiter hier, da, da, so. Ne, da reicht das Kabel nicht mehr. Das war falsch. Da muss ich immer darauf achten, dass da auch ein Kabel lang geht. So. Könnte ich jetzt schon. Ich baue direkt erstmal welche hin. Falsch. So, das lassen wir hier mal durchlaufen. Weil man braucht einfach wirklich viel Kohle. Sehr viel Kohle. 12 Kupferplatten. Da müssen wir mal gucken, ob das überhaupt funktioniert mit unserer Dingsy-Donsy da oben. So, noch 10 Schaltkreise. Komm, komm, komm. 5, 4, 3, 2, 1, go. Und Nummer 1. Wie viel machst du? 36.000. Ich weiß, dass es eigentlich intelligent wäre, die mit einem Abstand zu machen. Aber ganz im Ernst, Leute. Mal ganz im Ernst. Es gibt echt ein Limit von ordentlich bauen. Ist so. Es gibt echt eine Grenze. Und meine Grenze ist jetzt, das so zu bauen. Ich weiß nicht, warum ihr keinen Strom habt. Also ich kann es mir schon denken, weil mein Strom einfach nicht läuft. So. Ich wollte Stromnetz sagen, aber das wäre ja mehr als falsch. Zu sagen, dass ich ein Stromnetz habe. Das Ding ist aber wirklich, wir sollten uns wirklich darauf konzentrieren, dass wir wirklich hier diese Kohleversorgung nach oben kriegen. Also, dass das hier oben auch automatisch versorgt wird. Nee. Warum hast du keinen Stromproduktion? Dann ist hier irgendwo ein Verbindungsfehler. Hier ist er. Da haben wir den Fehler doch gefunden. So, jetzt sollte hier gleich ordentlich Kohle reingeschüttet werden. Oh yes. Also nicht ganz so schnell wie erhofft. Aber wesentlich schneller. Hier, wenn wir mal hier begutachten. Und da. Es wird schon voll. Es wird voll. Und genau so soll das auch sein. So, dann bauen wir hier nochmal so einen Kohlearm. Ich meine, ich würde jetzt hier den Kohlearm bauen. Jetzt habe ich einen.